Dies ist der Anfang. Die Geburt eines Gottes. Herbeigerufen von einem einzelnen Gebet. Geboren aus der Verzweiflung. Ein Gott zu sein. Die Mächte des Guten und des Bösen zu kontrollieren. Das ist dein Schicksal. Wir brauchen einen Gott. Bitte erhöre uns. Hilfe! Hilf uns! Bitte! Wir sind euer Gewissen. Wir sind ein Teil von euch. Wir helfen euch, der Gott zu werden, der ihr sein wollt. Also, deshalb zeigen wir dir jetzt erstmal, wie ein echter Gott mit dieser Welt verfährt. Aber zuerst solltet ihr einige Grundlagen lernen. Keine Sorge, wir helfen dir schon. Aber wichtiger ist, du brauchst erstmal eine Kreatur. Na los, such dir eine aus. Da sind sie. Wunderbar, nicht wahr? 4 Kreaturen stehen zur Wahl. Und die Kreatur, die ihr aussucht, weicht euch von nun an nicht mehr von der Seite. Wählt euren kleinen Liebling also weise aus. Jetzt erzählen wir dir erstmal was über die Biester. Alle Kreaturen können zu liebenswerten, schelmischen Haustieren erzogen werden. Bruder aber. Zu disziplinierten und effektiven Vernichtungswaffen. Welches Vieh du wählst, ist eigentlich Schnurz. Das ist das Wundervolle an der Kreatur eines Gottes. Sie kann sein, was immer ihr wollt. Alle Kreaturen werden einmal sehr groß und stark sein. Sie können niedliche, verspielte, neugierige Haustiere sein. Oder sie können kaltblütige Einmannarmeen sein. Ihr allein entscheidet, ob eure Kreatur gut oder böse ist. Ich kann's nicht mehr hören. Das Biest sollte lieber ein paar Leute erledigen. Eine Kreatur kann Krieg und Zerstörung bringen. Eine Schande, wenn du mich fragst. Egal, welche Kreatur ihr wählt, sie wird durch das, was ihr lernt und tut, geprägt. Die Biester sind ziemlich selbstständig, aber du musst auf sie aufpassen und darfst sie nicht überfüttern. So, habt ihr euch schon entschieden? Klickt mit der Aktionstaste auf eine Kreatur, um sie zu markieren. Und damit herzlich willkommen zu... zurück zu Let's Play. Und es gibt hier ein neues Spiel, das heißt Black and White 2. Ihr habt ja eigentlich alles mitbekommen, brauche ich nicht mehr viel erklären. Hat auch ziemlich lang gedauert, das heißt das Fortschauieren. Jetzt darf man sich hier eine süße Kreatur auswählen. Unser Meister hat übrigens schöne Landwirtschaft. Das könnte die richtige Wahl sein. Zeug. Hat Spaß gemacht. So, ich habe mich ehrlich gesagt schon entschieden, ich nehme den Löwen. Der ist cool, den hat er. Wenn du sicher bist, klicke noch einmal mit der Aktionstaste. Oh, tolle Wahl, Boss! Ja, der Löwe, der ist süß. Und sind alle traurig, aber das ist immer so. Egal, was für eine Kreatur man will. Okay, Boss. Du hast lang geschlafen. Sollen wir dir nochmal erklären, wie sich ein Gott bewegt? Klickt mit der Aktionstaste auf diese Rolle. Dann erfahrt ihr, wie ihr euch bewegen und umsehen könnt. Mit der Hand manipuliert ihr die Welt. Mit der Bewegungstaste könnt ihr euch bewegen. Das ist
Wollt ihr nach links gehen? Haltet die Bewegungstaste gedrückt und bewegt gut gemacht. Jetzt müssen wir nach rechts. Wollt ihr nach rechts gehen? Haltet die Bewegungstaste gedrückt und bewegt die Maus nach links. Fantastisch! Folgt einfach den Pfeilen. Fantastisch. Ja, jetzt machen wir das Tutorial. Gehen wir weiter. Klickt auf den Boden, haltet die Taste gedrückt und bewegt die Maus zu euch, um euch fortzubewegen. Folgt den Pfeilen zurück zu eurer Kreatur. Okay. Bewegt die Maus jetzt zu euch, während ihr die Bewegungstaste gedrückt haltet. Die Kreatur ist hinter uns. Wir müssen zurück, um sie zu finden. Richtig so. Gut gemacht. Ja, die Kreatur muss noch kommen, das dauert dann. Jetzt zeige ich euch, wie ihr euren Blickwinkel ändert. Haltet die mittlere Maustaste gedrückt und bewegt die Maus zur Seite, um euch zu drehen. Also das Mausrad ist die mittlere Maustaste. Das stimmt. Bewegt die Maus nun mit gedrückter Taste nach links. Jetzt verrate ich euch, wie man nach unten und oben schaut. Klickt mit der mittleren Maustaste auf den markierten Bereich und haltet sie gedrückt. Haltet die mittlere Maustaste nun gedrückt und bewegt die Maus zu euch. Okay. Sehr gut. Haltet die Taste, ihr lernt schnell. Jetzt schlage ich vor, dass wir nach unten schauen. Klickt mit der mittleren Maustaste auf den markierten Bereich und haltet die Taste gedrückt. Mach mal. Haltet die mittlere Maustaste nun gedrückt und bewegt die Maus nach vorne. Eine Lektion fehlt noch, Herr. Die Zoom-Funktion zoomt jetzt von eurem Liebling weg. Dreht dazu das Mausrad nach hinten. Wunderbar. Zoomt die Kreatur jetzt wieder heran. Aus fantastisch. Ihr seid sehr talentiert, Herr. Klasse, Boss. Ich hätte dir ja gerne geholfen, aber du kennst das ja. Zu viel Stress. Die Befehle, die ihr gelernt habt, braucht ihr, um euch durch die Welt zu bewegen. Ja, genau. Diese goldenen Rollen führen euch durch die Geschichte. Silberne Schriftrollen enthalten Aufgaben. Bronzene Schriftrollen sind äußerst lehrreiche Tutorials. Doppelklicke dort mit der Bewegungstaste auf den Boden, um schnell heranzuzoomen. Da ist eine bronzene Tutorial-Schriftrolle. Beweg die Hand über den Felsen und halte die Aktionstaste gedrückt. Wenn du dir den Felsen geschnappt hast, lässt du die Taste los. Tragt jetzt alle Felsen aus dem Kreis. Okay. Cool. Bist ein Profi, was? Trag den Felsen jetzt aus dem Kreis und klicke mit der Aktionstaste, um ihn fallen zu lassen. Was für ein Wurf. Fantastisch. Das erinnert mich an meine Zeit als Cricket-Profi. Ja, klar. Da, ihr habt 1000 Tribut. Das habt ihr euch redlich verdient. Tribut ist hier die Währung in dem Spiel. Noch eine bronzene Rolle. Es gibt so viel zu lernen. Ja. Wisst ihr, Dorfbewohner sind sehr vielseitig. Sie vollbringen wundervolle Dinge. Ihr könnt einen Dorfbewohner einfach packen und irgendwo abstellen. Der Dorfbewohner betrachtet das als göttliches Zeichen und wird zum Jünger. Versuchen wir es mal, Boss. Schnapp dir den Typen dort und stell ihn in den markierten Bereich. Mach mal das. Sehr gut. Setzt ihn jetzt in einem markierten Bereich ab. Dieser Mensch arbeitet auf dem Bauernhof. Das ist richtig wie ich vor 2 Wochen, ne? Bekehrter Förster. Dieser Typ da fällt Bäume. Ach nee. Bekehrter Baumeister. Und siehst du den da, ein Baumeister? Bekehrter Brüter. Sieht nicht hin, Herr. Die Brüter machen das, was solche Menschen eben tun. Ja, wissen wir schon was, gell? Alles Roger, Boss? Natürlich. Deshalb sagst du jetzt auch 1000 Tribut ein.
erforschen wir das Land. Klickt dazu auf die silbernen Schriftrollen. Mit der goldenen Schriftrolle auf dem Berg verlasst ihr das Land. Genau. Ja, also falls ihr jetzt Angst habt, dass Lego Herr der Ringe gar nicht mehr kommt, doch, das spiele ich noch bis zu Ende und so. Also, keine Angst. Da machen wir heute, jetzt machen wir mal die Aufgabe hier. Wenn es einen Gott gibt und du mich hörst, hilf mir bitte. Ich bin verzweifelt. Ein Fels ist in meinen Garten gerollt. Ist das nicht schrecklich? Ich habe es versucht, aber ich kann ihn nicht bewegen. Ja. Wenn je ein Mensch einen Gott gebraucht hat, dann ich. Erhöre mich. Ich habe dich. Für wen hält er sich eigentlich? Erteilen wir ihm eine Lektion. Nein, nein, haltet ein. Wir müssen den Menschen helfen. Ohne sie sind wir nichts. Psst, ich habe ihm schon geholfen. Naja. Lobe den Herrn! Der Fels ist weg! Mein Garten ist gerettet! Wunderbar! Ihr habt den Felsen bewegt. Der Mann ist überglücklich und alles ist gut. So einer bist du also, Boss. Willst dich hier bei den Menschen einschleimen, was? Ihr habt einen Tribut erhalten. Großartig. Naja, die Aufgabe ist interessant. Oh nein, der Wasserfall ist blockiert. Was sollen wir nur tun? Es ist schrecklich. Keine Sorge, wir überlegen uns was. Wurfgeschosse sind cool. Sowohl für den Angriff als auch zur Verteidigung. Hebt einen Gegenstand auf, um ihn zu werfen. Halte die Aktionstaste gedrückt und bewege die Maus in die Richtung, in die du den Gegenstand werfen möchtest. Lass die Taste los, um den Gegenstand zu werfen. Das habe ich ja schon mal gemacht, also nicht besonders schwer. Schade! Jetzt müssen wir da hinten halt die Steine wegwerfen. Oder halt, ja, werfen, damit die Steine da weggehen. Gar nicht mal so leicht. Sondern immer die Geschwindigkeit und die Wurfstärke, das war zum Beispiel ziemlich schwach. Ja, weiter so! Vielleicht werfe ich mal von weiter hinten. Okay, so, viel zu leicht. Schade! Noch mehr zu leicht. Noch mehr zu leicht. Vielleicht werfe ich einfach weiter hinten. So. Pech gehabt! Und? Ah, knapp. So, was kann ja, ich weiter denn so. Etwas, ziehen? Sag mal, jetzt aber komm, nein, fast. Schade! Komm schon. Was? Das hat doch die Steine da getroffen. Komm schon. Pech gehabt! Aber vielleicht. Sehr gut, Herr. Der Wasserfall ist wieder frei. Das sehe ich. Ist mir auch schon aufgefallen. Dieser Felsen schwebt in der Luft. Auch nicht schlecht. Ja, ich würde sagen, wir spielen sie einfach mal durch, bis wir wieder zum nächsten Land kommen. Seht euch diese friedlichen Menschen an. Wunderbar. Wunderbar. Wir können ihren Freunden helfen, indem wir sie alle in das große Tal bringen. Das stimmt. So könnten wir denn helfen. Ist das nicht schön? Ein friedliches Tal voller Menschen. Cool, du hast dir einen Nomaden geschnappt. Hervorragend. Der Nomade ist im richtigen Tal. Gut gemacht. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Gut gemacht. Hervorragend, Herr. Ihr habt alle gerettet. Da. Ihr habt 1000 Tribut erhalten. Das ist aber nett. Dieses Land ist abgeschlossen, Herr. Klickt auf die goldene Schriftrolle auf dem Gipfel des Berges, um fortzufahren.
Wollt ihr das Land wirklich verlassen? Klicke nochmal, um zu bestätigen. Okay, mach ich. Ja. Nun, da ihr eure Macht kennt, sollten wir die griechische Hauptstadt besuchen. Ja, dort haben wir eine Menge Fans. Bitte erhöre uns. Hört nur. Hört ihr das? Das sind Gebete. Etwas Schreckliches scheint passiert zu sein. O Allmächtiger, erhöre uns in der Stunde der Not. Unsere Armeen sind besiegt. Die wenigen Überlebenden verstecken sich hier vor den Azteken. Und nun stehen sie vor der Stadt. Ich flehe dich an. Hilf uns! Oh nein! Eine riesige Armee der Azteken! Eine Invasion! Unsere Stadt wird belagert! Die Azteken haben unsere Truppen fast vollständig vernichtet. Wir werden alle sterben. Die Azteken haben die fast einen Dorfbewohner bord. Ja, denn ihr habt ihn am richtigen Ort abgesetzt. Brennenden Häuser schneiden unseren Volksleuten den Weg ab. Setzt sie in dem Portal ab. Der Dorfbewohner ist in Sicherheit. Sehr gut. Was ist hier los? Was ist das für ein Grollen? Die Kreatur scheint ein seltsames Ritual abzuhalten. So viele Menschen wie möglich retten. Das stimmt. Das müssen wir in der Tat. Jetzt wird es dich. Was treiben diese verrückten Azteken da? Wir haben unsere Leute mit Fässern zerquetscht. Fässer, die den Hügel hinunterrollen. Zieh den Zahn weg! Dann überfallen die Fässer diese dämlichen Azteken! Meister, wir könnten diese Heuballen in Brand setzen. Dann rollen wir sie hinunter zu diesen Unholden. Schnapp dir den brennenden Ast und zünde die Heuballen damit an! So. Oh nein! Noch ein Vulkan! Wir können niemanden mehr retten! Schade aber. Mehr können wir nicht tun, Herr. Wir haben viele Gefolgsleute und sind den Azteken entkommen. Jetzt müssen wir aufrüsten und diesen dämlichen Azteken in den Hintern treten. Das können wir machen. Aber zuerst unterwerfen wir die Wikinger. Oder wir befreien sie, damit sie sich uns anschließen. Ich denke, das hat noch Zeit. Auf zu den Wikingern! Okay. Geht jetzt zu den Wikingern. Seht, diese Menschen haben wir gerettet. Sie gehen durch das Portal. Wunderbar. Okay, die paar haben es geschafft. Und wie viele sind auf der Strecke geblieben? Tja,
Na egal, wo waren wir? Das sieht nach einer alten griechischen Siedlung aus. Hier können wir uns niederlassen. Es sieht so friedlich aus. Keine Azteken zu sehen. Der perfekte Platz für einen Neubeginn. Es gibt schon ein Stadtzentrum, ein Lagerhaus und ein Feld. Der grüne Ring, den ihr seht, ist euer Einflussbereich. Außerhalb dieses Rings habt ihr keine Macht. Je mehr Gebäude und Menschen es in deiner Stadt gibt, desto größer ist dein Einfluss. Wenn ihr lernen wollt, wie ihr euer Volk ernähren könnt, Herr, klickt auf die goldene Rolle über dem Feld. Ich würde sagen, das machen wir aber eher nächste Folge, Black and White 2. Jetzt habe ich aber erst nochmals zu sagen, denn, jetzt gehen wir einfach erstmal raus. Spiel speichern natürlich. Genau. Machen wir es 002. Und Spiel beenden. Da bin ich sicher, ja. Nämlich, ich habe ja nächste Woche Samstag Geburtstag, werde ich 16. Dann kann ich natürlich auch Computerspiele ab 16 spielen. Und da kaufe ich mir dann GTA San Andreas und das werde ich dann auch Let's Playen. Also, falls ihr das sehen wollt, dann schaltet da auch ein und ja, wird irgendwann so nach dem 28. Juni kommen. Auf jeden Fall. So, aber mehr gibt's dann auch nicht, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr hattet auch schöne Ferien natürlich. Und dann würde ich einfach mal sagen, ciao!